Bandammer sucht noch seine Frau zum Tanzen. Sie sollen sich melden. Vom Büro. Dank Hans-Rudi Stadler hat man gewonnen, sind in Uri alle überzeugt. Das Duell gegen Bundesrat Oggi in der Arena-Sendung habe die Abstimmung entschieden. Weil der Herr Oggi sehr ein schlechtes staatsmännisches Format zeigt. Und aus Urner Sicht? Aus Urner Sicht, der Landammer Stadler sich fantastisch eingesetzt hat. Und sich wunderbar geschlagen. Ihr müsst ja gar nichts sagen, Turner. Wir wollen euch alles zahlen. Straßen. Straßen zu 100%. Nea zu 100% wird zahlt. Wir wollen ja eure Situation verbessern. Herr Landemann, eure Situation verbessern, Herr Stadler. Sie, Herr Bundesrat Oggi, Sie hatten eine Pressekonferenz vor den Weihnachten mit dem Schlagwort «Europäisch denken, schweizerisch handeln». Ich hatte über die Weihnachten das Zitat ein bisschen angeschaut und ich bin erstaunt. Und eigentlich müsste Sie erstaunt sein, dass das Zitat, das Sie dort geprägt haben, eigentlich viel besser passt zur Initiative zum Schutz für unseren Alpen. Seit das Zitat von Ihnen gefallen. Seit diesem Auftritt ist Stadler der Urner Volksheld. Doch die Volksbewegung nahm ihren Anfang schon viel früher. Blenden wir zurück. Den Durchstich des Gotthardtunnels feierten die meisten im Urnerland euphorisch mit. Bei der Tunneleinweihung 1980 glaubte man dem Versprechen von Bundesrat Hürlimann, die Autobahn werde nicht zum Lastwagenkorridor. Bitten und hoffen wir, dass dieses Werk nach dem Willen des Volkes, dieses Werk der Menschen zum Segen und zum Wohle aller Menschen werde. La Galleria Stradale del San Gottardo è aperta. Der Gotthard-Straßentunnel ist eröffnet. Doch nicht alle applaudierten. Das kritische Uri demonstrierte am Festtag mit schwarzen Fahnen und warnte vor der Verkehrslawine. Es braucht nur 15 Spuren mehr, links und rechts am Rand. Am besten wär's, wir würden Kanton Uri asphaltieren und auf der blöden Seendeckel drüber betonieren. 1987 hatte man die Nase voll. Nicht nur in Uri. Umweltbewegte und linke Politiker aus dem Berggebiet beschlossen, die Lastwagenflut zu stoppen. Mit der Alpeninitiative. 1990 wurden die Unterschriften abgeliefert. Noch hatten die Initianten keinerlei Unterstützung vom Urner Regierungsrat, auch nicht von Stadler. Das Volksbegehren kam offensichtlich aus der falschen politischen Ecke. Am Abstimmungssonntag kurz nach 17:30. Das Ja steht fest. Die führenden Köpfe der Urner Opposition und nicht die CVP-Kollegen lotsen den Landammann vom Rathaus ins Wahlkampflokal. Die Fäden hinter den Kulissen ziehen dieselben Leute, die schon 1980 beim Gotthardtunnel gegen den Transitkorridor demonstriert hatten. Doch alle gönnen dem Landammann den Erfolg, obwohl Stadler erst vor 2 Monaten auf den Alpeninitiativezug gesprungen ist. Liebe Urnerinnen und Urner, ich freue mich sehr, dass ihr all zusammen den Weg hierher gefunden habt. Jedoch Stadlers CVP-Parteikollegen, die Urnerständeräte Hans Daniot und Oswald Ziegler, wagen sich nicht ins Rampenlicht. Sie hatten sich geweigert, im Gegensatz zu Nationalrat Franz Steinecker, zu einem Ja für die Alpeninitiative aufzurufen. Das Fest in Uri ist vor allem ein Fest der Jugend. Für mich sind es nicht unbedingt die grossen politischen Kämpfe, die stattgefunden haben, die schlussendlich einen Ausschlag geben, sondern einfach auch Leute, die bewusst leben und bewusst denken, die merken, es muss etwas geändert werden in dieser Situation. Stadler hat sich als einziger der Urner Regierung mit der jungen Generation und den rot-grünen Initianten verbündet. Die Urner Regierung hat ja 7 Regierungsräte, sind denke die anderen 6. Die nicht am Festen. Ich habe gehört, dass einzelne Mitglieder heute auch auf dem Platz da sind. Offiziell tritt jedenfalls keiner von Stadlers Kollegen in Erscheinung. Auch auf der Straße treffen wir keinen an.
In einem Altdorfer Festlokal sitzt derweil SP-Präsident Peter Bodenmann, einer der nationalen Drahtzieher der Alpeninitiative. Es gibt immer zwei Betrachtungsweisen. Eine Betrachtungsweise ist die von oben, was meinen die Regierung, was meinen die Bürokraten, was meinen eigentlich die Leute, die irgendwo gewählt sind. Und die andere Frage ist das, was meinen die Leute, die betroffen sind. Und ich habe das Gefühl, der ganze Abend haben wir nur darüber geredet, was meinen die Leute von oben an. Und ich habe das Gefühl, das Zentrale ist, was meinen die Leute von unten an. Und das Gefühl, sowohl in Tirol wie in Frankreich waren die direkt betroffenen Leute nach dem Entscheid den Courage bekommen, so zu machen, wie die Leute hier vom Uri nämlich aufstehen und sagen, es geht immer weiter so in Europa, wir brauchen neue Weichenstellungen. Und das wird die europäische Politik gut befruchten. Längst haben Großstadtklänge im Tellspielhaus die Folklore abgelöst. Irgendwann nach Mitternacht geht der Held des Abstimmungstages nach Hause. Denn in wenigen Stunden erwarten ihn an der Montagmorgensitzung seine Regierungsratskollegen. Und die sind nicht verkatert.